Cortana. Haben wir sie abgehängt? Ich glaube, wir beide kennen die Antwort. Das war ein blinder Sprung. Und Sie sind... vor uns angekommen? Ihre Schiffe waren schon immer schneller. Sie konnten uns auch gut verfolgen. Bei Lichtgeschwindigkeit kann ich kaum manövrieren. Für uns ein Blindflug. Bis wir abgebremst haben. Wir haben ein riesiges Loch im Subraum hinterlassen. Sie haben auf der anderen Planetenseite gewartet. Wie sieht es also aus? Unsere Jäger räuchern gerade ihren letzten Spähposten aus. Nichts Ernstes. Aber ich habe Signaturen mehrerer CCS-Kampfgruppen aufgefangen. Gehen Sie von 3 Großschiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind Sie hier. Tja, na dann. Geben Sie Gefechtsalarm Alpha aus. Alle Mann auf Ihre Stationen. Alle, Sir? Alle. Und Cortana? Hm? Empfangen wir Sie recht herzlich. Habe schon angefangen. Achtung, alle Kampftruppen. Begeben Sie sich auf Ihre Stationen. Fünfter Zug. Schleusen auf Deck 11 sichern. Zug 14 schließt sich an Shot Charlie der 22. Taktischen an. Ihr habt die Dame gehört. Bewegt euch, und zwar plötzlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Männer, halten Sie die Augen auf und den Finger am Abzug. Dann kommen wir heil nach Hause. Hab ich recht, Marines? Sir! Yes, Sir! Mhm. Klar habe ich recht. Und jetzt raus! Ausführung! Achtung an alle. Wir greifen den Feind an. Externer und interner Kontakt steht bevor. Alle Greenhorns, die ihr jetzt von nahen sehen wollt, heute ist euer Glückstag. Wow! Gut. Tauen wir ihn auf. Schalte untergeordnete Systeme online. Breche die Hülle in 30 Sekunden. Fertig! Bolzen in 5 Sekunden! Alle Systeme zeigen grün. Zyklus abgeschlossen. Entschuldigung für das schnelle Auftauen, Master Chief. Es ist gerade etwas hektisch. Die Desorientierung sollte schnell vergehen. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Wir haben Sie sofort kampfbereit. Chief, bitte sehen Sie sich ein wenig um. Ich brauche eine Kalibrierung für Ihren Kampfanzug. Gut, danke, Sir. Ich schalte Ihre Zustandsmonitore online, Sir. Lebenszeichen sind normal, kein Frostbrand. Okay, Sir, Sie können aus der Röhre kommen. Ich habe Ihnen die doppelte Dosis Aufwachmittel gegeben. Vertreten Sie sich hier erstmal die Beine und kommen Sie dann zu mir in die optische Diagnosestation. Auf das rote Feld stellen. Ich weiß, sonst kümmern sich die Waffentechniker um Ihre Zielsensoren, Chief, aber wir haben wenig Zeit. Schauen Sie einfach auf die blinkenden Tafeln, um sie auszurichten. Wenn Sie etwas erfassen, wechselt die Farbe. Okay, das sieht gut aus. Sir, es gibt ein paar Probleme mit der Kalibrierung. Ich werde die Sequenz Ihrer Zielsensoren umkehren, vielleicht ist es dann besser. Versuchen Sie nochmal, die Lichter anzuvisieren. Ist es so besser oder soll ich zurückschalten? Versuchen Sie nochmal, nach oben und unten zu schauen. Soll ich es so lassen oder wieder umschalten? Okay, ich lasse die Sequenz, wie sie ist, aber Sie können sie später selbst ändern. Wir können jetzt ein Energieschild testen.
Folgen Sie mir zur Energieschild-Teststation. Feuerteams, begeben Sie sich zu Verteidigungsstellungen Alpha bis Sierra. Sensoren zeigen ein Enterschiff der Allianz. Bereithalten zur Abwehr von Eindringlingen. Okay, bringen Sie seine Schilder online. Okay, Schilde werden als vollständig geladen angezeigt. Entladen, Sir, um die automatische Aufladung zu testen. Aufladung normal. Alle Anzeigen auf grün. Brücke an Kryo 2, hier Captain Keyes. Schicken Sie den Master Chief sofort hier rauf. Captain, dann müssen wir die Waffendiagnose übergehen und... Ausführung, Kryo 2. Aye, aye, Sir. Der Skipper wirkt nervös, also los. Um die Waffen kümmern wir uns später. Okay, ich lasse die Selbstdiagnose weiterlaufen. Gute Idee. Und jetzt ab zu Ihrer Eva-Gruppe, Sam. Alles klar, ich muss nur noch den Computer resetten, dann bin ich verschwunden. Oh Gott, Sie versuchen durch die Tür zu kommen. Sicherheit! Eindringlinge in Kryo 2! Sam! Los, wir müssen raus hier! Hier lang! Schön, Sie zu sehen, Master Chief. Es sieht nicht gut aus. Cortana hat alles gegeben, wir hatten keine echte Chance. Ein Dutzend überlegene Kampfschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei? Okay, vier Treffer. Gut geschlafen? Nicht durch Ihre Fahrweise. Haben Sie mich vermisst? Bericht! Es muss eines der Enterkommandos gewesen sein. Schätze Antimaterieladung. Ma'am, Feuerleitsystem der Hauptkanone ist offline. Captain, die Kanone war meine letzte Angriffsoption. Na gut, neuer Befehl, Cole-Protokoll, Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Cortana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlaub, Sir. Es gibt schon zu viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Cortana, aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Aye, aye, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Cortana vom Schiff. Schützen Sie sie vorm Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffenforschung, die Erde. Ich verstehe. Die Autumn wird Ausweichmanöver durchführen, bis Sie die Landung einleiten. Es wird Sie nicht kümmern, aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Cortana. Danke. Sind Sie bereit? Nur zu.
Viel Glück, Master Chief. Ihre Architektur und die der Autumn ähneln sich sehr. Kommen Sie bloß nicht auf komische Ideen. Ist nicht geladen, mein Sohn. Munition musst du dir unterwegs suchen. Chief, tun Sie Ihr Bestes. Barmanos! Ich kann dich sehen! Ich bin's! Verdammt! Zurück zur Luftschleuse! Sie benutzen die Luftschleusen der Rettungskapsel, um ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Gefechtsteam auf Deck bis 9 zur sekundären Verteidigungsstellung zurückziehen. Männer!
Ich hol sie mir. Er ist tot, also gut. Suchen wir ihn. An alle, hier spricht der Captain. Bereit machen zum Verlassen des Schiffs. Kampfteams, Eindringlinge aufhalten, bis das Kommandopersonal weg ist. Die Jürgen-Keys Ende. Die Rettungskapsel starten. Beeilung! Achtung, Sprengtüren werden geschlossen. Sie zerstören die Rettungskapsel. Die wollen wirklich nicht, dass wir es auf den Ring schaffen. Wir müssen die Wartungsgänge des Schiffs benutzen. Folgen Sie dem NAV-Punkt. Er führt Sie zu einem Ausgang. Personal auf Decks 1 bis 4. Sofort zu den EWAC-Stationen. Ich erfasse Allianztruppen außerhalb der Gänge. Aktiviere Bewegungsverfolgung. Suchen sicheren Ausgang. Das klappt nie. Wir müssen woanders lang. Bewegungsverfolgung zeigt nichts. Moment. Wir müssen durch diese Tür, aber sie ist durch eine Explosion beschädigt. Die Allianz wollte sie wohl beim Nickerchen überraschen. Personal auf Decks 9 bis 12. Sofort zu den EWAC-Stationen. Nächstes Mal zeigen wir Ihnen richtig. Oh ja! Die Schäden an den Aufbauten sind beträchtlich. Ich weiß nicht, ob das die Ortem noch lange mitmacht. Noch übrig. Schnell an Bord, bevor sie startet. Oh nein, oh nein! Genau der richtige Zeitpunkt abzuhauen.
hau rein. Aye, aye, Sir. Abdocken okay. Geh auf minimalen Sicherheitsabstand. Wir schaffen es doch, Sir. Ich will hier draußen nicht sterben. Seht. Was ist das, Lieutenant? Keine Ahnung, aber da landen wir. Die Autumn, sie ist getroffen! Ich wusste es. Die Autumn beschleunigt. Kies fliegt manuell. Festhalten, wir sind da. 5 Sekunden bis zum Atmosphäreneintritt. Wollen Sie sich nicht lieber setzen? Keine Angst. Daumen drücken. Sie haben welche. Wir sind zu schnell. Scheiße! Bremsklappen ausfallen, viel zu früh! Wir schmieren ab! Alle festhalten! Chief? Chief, hören Sie mich? Endlich! Sind Sie okay? Können Sie sich bewegen? Die anderen. Der Aufprall. Wir können nichts mehr tun. Achtung, ich habe mehrere anfliegende Landungsschiffe der Allianz geortet. Wir sollten uns in diese Hügel dort zurückziehen. Wenn wir Glück haben, glauben die, dass wir alle beim Aufprall gestorben sind. Alarm! Landungsschiff der Allianz nähert sich. Sie suchen sicher nach Überlebenden. Ich schlage sofortiges Absetzen vor. Ich erfasse den Signalsender einer Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht gibt's Überlebende. Schiff kommt. Aufpassen, einem Anflug befindliches Landungsschiff der Allianz hier drüben. Mehr von denen? Ich hab sie. Los geht's.
Augen auf! Landungsschiff der Allianz im Anflug. Ich könnte hier etwas Hilfe brauchen. Ausschwärmen und suchen. Er ist es. Auf dieser Seite ist niemand. Sind Sie das, Frau Hammer? Roger, Feuerteam Charlie. Schön von Ihnen zu hören. Frau Hammer, wir brauchen einen Transport zur Kommandofähre. Bin schon unterwegs. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Wenn diese Rettungsschiffe heil runterkommen, sitzt Ihnen die Allianz im Nacken. Frau Hammer, wir brauchen Ihren Warthog. Der Master Chief und ich wollen versuchen, ein paar Soldaten das Leben zu retten. Roger, Cortana. Okay, Charlie-Team, Warthog bereit. Auf geht's, macht ihn die Hölle heiß. Roger, Frau Hammer, suchen Sie nach Überlebenden und bringen Sie sie in Sicherheit. Verstanden. Echo 419 bleibt in Stellung. Frau Hammer, Ende. Der Master Chief und ich brauchen Unterstützung. Können Sie ein paar Männer entbehren? Natürlich, Frau Hammer. Wir haben ja Zugriff auf das Datennetz der Allianz. Wir übertragen taktische Daten auf unverschlüsselten Kanälen. Wir sollten Ihnen zeigen, mit wem Sie es zu tun haben. Master Chief, ich werde über das Transcom-System Ihres Anzugs Ihre Gespräche abhören.
noch mehr von denen hier drüben! Ich bin dran! Über das Gefechtsnetz der Allianz kommen neue Meldungen. Viel mehr Crewmitglieder als erwartet sind aus der Autumn herausgekommen. Der Captain hat ihnen wirklich die Hölle heiß gemacht. Wenn wir Captain Keyes und die anderen Überlebenden finden, können wir einen effektiven Widerstand organisieren. Rettungskapsel erfasst. Keine Spur von Überlebenden. Diese Kapsel ist ein Wrack, Chief. Hier sind Waffen und Ausrüstung, aber keine Leichen. Sie sind überall! Los geht's!
In den Bergen oberhalb des Komplexes halten sich Marines versteckt. Wow, er ist größer, als ich dachte. Sie schickt der Himmel schief. Es sieht nicht gut aus. Wir haben Verwundete. Rufe Landungsschiff, um sie rauszuholen. Hier kommt Nachschub, dort ist es! Los geht's! Wir haben Überlebende, die sofort ausgeflogen werden müssen. Roger, Cortana. Bin unterwegs. Ich habe noch weitere Rettungskapseln in Ihrem Gebiet entdeckt. Eines in der Nähe eines Geröllfelds. Und noch eine am Rand der Klippe. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr Überlebende. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Da ist noch einer! Ich sehe sie! Schön dranbleiben! Dort ist es! Los geht's! Noch mehr von denen! Ich habe ihn zuerst gesehen. Tritt drauf! Noch mehr von denen! Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind Marines versteckt. Hier kommt Nachschub. Ich sehe sie! Mir entkommst du nicht! Roger!
Rock'n'Roll! Was zum... Mist! Dort Sie ist sind er! Überall! Ich bin dran! Noch mehr! Hier drüben! Gib mir Feuerschutz! Schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück. Achtung! Die letzten Meldungen besagen, dass die Allianz die Absturzstelle der Pillar of Autumn entdeckt und gesichert hat. Die gute Nachricht ist, dass der Captain noch lebt. Die schlechte Nachricht ist, dass die Allianz alle überlebenden Crewmitglieder gefangen genommen hat. Lassen Sie uns die letzte Rettungskapsel finden, um mit den Überlebenden Kontakt aufzunehmen. So was geht zum Dock. Abknallen macht mehr Spaß. Vielleicht haben Sie da drin Schutz gesucht. Sehen wir mal nach. Sie sind überall! Hier drüben! Los geht's! Ja.
Bevor wir gehen, sollten wir... Habe Evac-Schiff angefordert. Roger. Marines, sammeln zur Evac! Daten aus dem Netz der Allianz. Ich habe Captain Keyes gefunden. Er ist auf einem Kreuzer der Truth and Reconciliation. Den habe ich zusammengeschossen, bevor wir von der Autumn runter sind. Die Truth and Reconciliation ist auf einem Wüstenplateau etwa 300 Kilometer von hier gelandet. Da ist unser Taxi. Rein da und weg hier. Willkommen an Bord, Master Chief. Bereit für Abtransport. Auf geht's, Lieutenant. Und dann brauchen wir Ihre Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Der Feind hat Captain Keyes gefangen genommen und hält ihn auf einem seiner Kreuzer,